Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute meine Top-Jahres-Highlights von 2022 vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Meine Top-Jahres-Highlights sind auf jeden Fall alles 5-Sterne-Bücher. Sie haben mich unglaublich überrascht und definitiv auch überzeugt von der Geschichte, auch vom Schreibstil des Autors, von den Charakteren. Und ich kann diese Bücher und Reihen auch wirklich nur jedem Fantasy-Fan empfehlen. Angefangen mit einer Reihe, wo mich der erste Teil sofort in seinen Bann gezogen hat, und zwar ist das Stormdancer, der erste Teil von der Lotuskrieg-Trilogie. Der Autor ist J. Christoph und es hat mich auch der Autor dadurch gleich von sich überzeugt. Ich habe hier die erste Auflage mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Ich finde auch den zweiten und dritten Teil dieser Reihe unglaublich toll. Also ich kann die ganze Reihe wirklich nur empfehlen, aber ich habe hier stellvertretend jetzt nur den ersten Band. Und kann sagen, dass diese Geschichte mit Yukiko und Buru einfach so grandios ist und so wunderschön. Buru ist ein Donnertiger. Und Yukiko ist ein junges Mädchen mit einer magischen Gabe. Sie kann nämlich mit Tieren kommunizieren, in ihrem Geiste, sich mit ihnen unterhalten und ist losgezogen oder sollte ihrem Vater helfen, diesen Donnertiger zu fangen. Dann ging aber etwas schief und sie saß plötzlich alleine mit dem Donnertiger fest in einem Urwald und ja, um sich gegenseitig auch zu retten, mussten sie eben auch zusammenarbeiten. Und was sich darauf für eine Freundschaft auch entwickelt, fand ich total schön. Und wie gesagt, es ist eine super grandiose High-Fantasy-Geschichte, eine tolle Welt, die das umfasst, mit auch tollen Botschaften. Und ich kann die halt nur jedem Fantasy-Fan empfehlen. Dann auch ein Top-Jahres-Highlight von mir, was ich auch überhaupt nicht gedacht hätte, ist ein Einzelband, und zwar City of Burning Rings, die Aschekriegerin von Lily Morgan. Auch in der ersten Auflage mit diesem farbigen Buchschnitt hier vorne. Eine super tolle Fantasy-Geschichte, wirklich in einem Buch, auch ja nicht unglaublich dick. Trotzdem hatte diese Story alles, was es brauchte. Und auch der Umfang war völlig okay, es fehlte nichts. Es war trotzdem irgendwie super ausgearbeitet und ja, es war das Nötigste und Wichtigste vorhanden. Und ich finde das toll und ich finde das schön, und das hat dieses Buch oder diese Autorin hier gezeigt, dass man auch eine super tolle Fantasy-Geschichte in ein Buch stecken kann. Also es war jetzt keine riesige, große, umfangreiche Welt, aber das braucht es hier auch nicht und es braucht es halt auch nicht immer. Und es war trotzdem eine super tolle Geschichte, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die mich unglaublich von sich überzeugt hat. Und ja, deswegen ein absolutes Jahreshighlight von mir. Als nächstes der Auftakt einer Fantasy-Reihe. Und zwar River of Royal Blood, Rivalinnen von Amanda Joy. Auch eine richtig fantastische Geschichte, eine tolle Welt mit ganz anderer Magie und auch mit total interessanten Fantasy-Wesen, auch verschiedensten Fantasy-Wesen, und finde ich total super und einfallsreich. Und in der Story geht es eben um zwei Schwestern, zwei Prinzessinnen, von denen nur eine den Thron erben kann von ihrer Mutter. Und sie müssen eben durch ein Duell entscheiden, wenn beide 18 sind, wird halt durch ein Duell entschieden, wer die neue Königin wird. Aber es ist ein Duell eben bis auf den Tod, also eine muss sterben. Und diese Nachfahrenen dieser Königsfamilie haben auch immer magische Gaben, also beide Prinzessinnen haben magische Gaben, aber sie sind eben Schwestern und müssen halt
trotzdem bis auf den Tod gegeneinander kämpfen. Das ist ja schon so sehr düster. Und die eine Schwester, um die es hier dann auch geht, die möchte das eigentlich auch gar nicht, weil sie sich auch noch daran erinnern kann, wie gut oder wie sie mal richtig Schwestern waren früher. Und möchte natürlich ihrer Schwester eigentlich nichts tun, aber selber sterben. Also sie möchte sich jetzt auch nicht einfach ihrem Schicksal ergeben und sich töten lassen. Ja, und also ich weiß nicht, mich hat auch diese Welt und diese Geschichte total in ihren Bann gezogen. Es war auch ein cooles Ende, aber natürlich auch ein offenes Ende. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Ja, und das ist auch eine Sonderausgabe, die ich mir hier geholt hatte, mit hübschen, farbigen Buchschnitt. So, das nächste Buch ist der zweite Teil einer Reihe, und zwar ist das Die Flammene von Christine Keshaw. Das ist der zweite Teil der Reihe Die Sieben Königreiche. Und ich finde aber, dass man tatsächlich auch diesen zweiten Band nur unabhängig von den anderen lesen könnte. Könnte man, aber um die ganze Welt kennenzulernen und alles, was darum herum noch passiert und um die ganzen Hintergründe auch zu verstehen, würde ich natürlich auch immer empfehlen, die ganze Reihe zu lesen. Aber gerade der zweite Teil, den fand ich einfach am besten. Und der hat es mir einfach am meisten angetan, schon alleine wegen der Protagonistin. Ich fand Faya unglaublich, sie war eine unglaublich faszinierende junge Frau, oder sie war ein unglaublich faszinierender Charakter. Und ich habe sie von Anfang an sofort ins Herz geschlossen. Und ja, mir hat einfach dieser Teil von Die Sieben Königreiche am meisten gefallen. Ich fand, da war alles drinne. Da waren große Schlachten drin, aber auch Intrigen und unglaubliche tolle Magie, auch schillernde bunte Magie und auch diese Wesen, die hier drin vorkommen, diese Monster, ja, und eben tolle Charaktere und auch eine unglaublich interessante Story an sich und einen Handlungsverlauf, den ich auch so die ganze Zeit hundertprozentig auch interessant fand und der nie langweilig wurde, auch wenn es ruhigere Stellen gab, fand ich trotzdem diesen Handlungsverlauf super interessant die ganze Zeit. Und auch die Liebesgeschichte fand ich vollkommen in Ordnung, so wie sie war, und war für mich auch sehr schön. Ja, und es hat mir einfach in diesem Buch auch an nichts gefehlt, und am meisten überzeugt hat mich einfach Feier. Kommen wir zu einem nächsten unglaublichen Buch, einen grandiosen Auftakt einer neuen Reihe, und zwar Das Reich der Vampire von Jay Kristoff. Der erste Teil dieser Vampir-Reihe, die er geschrieben hat. Ich habe mir das als Sonderausgabe geholt, also ich konnte da nicht widerstehen, weil ich wollte mir eigentlich dieses Buch erst gar nicht holen, weil ich vom Klappentext her wirklich angenommen habe, oh, das ist nichts für mich mit Vampiren und so einem Orden und oh, ich weiß nicht, ich dachte wirklich, das ist nicht mein Fall. Ich bin so froh, dass ich mir es dann doch geholt habe, auch mit dieser wunderschönen Sonderausgabe, weil es hat mich so umgehauen. Und Jay Kristoff ist ein großartiger Autor, der einfach grandios auch schreibt und jedem Charakter so eine unglaubliche Tiefe gibt, als würde es sie wirklich geben. Und mich einfach nur mitgerissen hat in dieser ganzen Story, die auch sehr, sehr düster, sehr, sehr grausam, sehr, sehr brutal ist, aber auch wieder so eine Hoffnungsschimmer denn in sich trägt. Ja, die dann einfach so viel rausreißen. Aber es kam auch so viel Schreckliches drin vor. Trotzdem, man muss es einfach als so Gesamtwerk sehen, und es hat mich einfach überzeugt. Es war jede Seite spannend und teilweise war es schwer, auch aufzuhören. Es ist ein sehr dickes Buch und trotzdem war es noch schon fast zu wenig. Also ich freue mich schon so sehr auf den nächsten Teil und hoffe, dass der bald rauskommt. Und auch da werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Ein absolutes Jahreshighlight von mir. Ja, und dann komme ich auch schon zum letzten. Denn das waren tatsächlich auch wirklich
die Bücher, die mich am meisten überzeugt, überrascht, fasziniert und mitgerissen haben. Und da gehört auch das nächste definitiv dazu, der Auftakt einer neuen Reihe. Air Awoken, der erste Teil von Die Chroniken von Solaris von Elise Kova. Hier hatte ich auch mir das in der ersten Auflage geholt mit diesem wunderschönen Buchschnitt, was mich auch total überzeugt hat. Aber auch schon, als ich es mir in der Buchhandlung gekauft hat, hat die Verkäuferin gesagt, dass sie das auch gelesen hat und total toll fand und mir das bestimmt gefallen wird. Und es war tatsächlich so, dass mich dieser Auftakt wirklich überzeugt hat und ich mich definitiv auch auf die nächsten Bücher dieser Reihe freue, denn ich glaube, es werden 5 Stück insgesamt, die diese komplette Reihe umfassen. Und hier geht es ja um diese Luftmagierin, wie heißt sie noch? Valla? Ja, Valla, sie weiß gar nicht, was sie für eine magische Gabe hat, aber sie hat die Magie der Luft und findet es halt durch einen Zufall heraus, weil sie den Prinzen Aldrich rettet und er ist ein Feuermagier. Ja, und die Beziehung, die sich dann zwischen denen entwickelt und worum es dann geht. Es ist eigentlich fast bis zum Schluss eine sehr seichte Story, die gar nicht so viel Action beinhaltet, aber mich trotzdem total fasziniert hat und nicht einmal für mich langweilig wurde, unglaublich spannend war und wo mich auch die Charaktere total, also der Hauptcharakter auf jeden Fall, unglaublich in den Bann gezogen hat und ich fand sie von Anfang an auch super sympathisch und teilweise am Anfang richtig mit ihr, ja, also natürlich mit ihr mitgefiebert, aber am Anfang tat sie mir dann auch total leid und wohin sich das entwickelt hat, fand ich aber auch total spannend. Und ja, ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Sie hat mich unglaublich überzeugt und hier auch diese Magie der Elemente. Also hier spielt ja wieder die Magie der Elemente eine sehr, sehr große Rolle, was ich auch sehr schön finde. Und ich finde, da wird es aber sehr, sehr erfrischend doch nochmal an den Leser herangebracht. Deswegen kann ich auch diese Reihe nur empfehlen, denn ich gehe schon davon aus, dass mir auch die nächsten Teile gefallen werden davon. Dies waren meine Top-Jahres-Highlights vom Jahr 2022. Ich habe diese Bücher einfach geliebt und mit den Charakteren mitgefiebert und sie haben mir so viel Spaß gemacht und mich so sehr überzeugt. Ja, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Jahres-Highlights von 2022 war. Und welche Bücher euch so mitgerissen haben und euch gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss.